Ich glaube, wir alle wollen, dass Black Ops 6 ein gutes COD wird und deswegen mache ich dieses Video hier auch, weil ich möchte einfach, dass wir eine gute Zeit haben, wieder ein geiles COD spielen können. Und ich werde jetzt nochmal mit euch gemeinsam in diesem Video das ganze Thema auseinandernehmen, nochmal so ein Fazit ziehen, jetzt nach den zwei Beta-Wochenenden, alle Probleme, die man lösen kann und auch Probleme, die wir wahrscheinlich niemals wieder loswerden, besprechen. Wir gehen rein ins Gameplay natürlich auch, ich zeige euch Clips dazu, habt nochmal ein paar schöne Szenen hier auch mit den ekligen Lobbys und allem. Wir gehen jetzt nochmal kurz drauf ein, lasst gerne Bewertung da und dann geht's jetzt los mit dem Fazitvideo zur Beta und was aktuell einfach die großen Probleme sind, die COD nun mal schon länger hat, aber im Speziellen auch Black Ops 6. Und ja, wir haben nur eine Beta gespielt, auch wenn das Spiel schon seit 4 Jahren in Entwicklung ist und es eigentlich schon fertig sein müsste. Ich glaube, das, was wir gespielt haben, ist trotzdem nicht halt das fertige Game. Generell, das große Problem in meinen Augen ist natürlich auch das Matchmaking-System. Ist fast schon ein Skandal, wie gut Black Ops 6 eigentlich sich spielt und anfühlt, auch für mich wie in Black Ops, aber gleichzeitig halt wieder diese Probleme hat, die wir seit Jahren jetzt kennen. Großes Thema SWMM, muss man eigentlich gar nicht groß drüber reden. Die Lobbys sind größtenteils einfach so ekelhaft verschwitzt und ich reg mich auch immer wieder gerne darüber auf, dass die Lobbys halt so krank sind, aber man kann halt einfach nichts mehr dagegen machen. SWMM ist da, es wird nicht mehr verschwinden. Mal gucken, ob es zu Release nochmal ein bisschen angepasst wird, aber grundsätzlich, wenn man ein guter Spieler ist oder generell auf seinem Spielniveau, bekommt man immer die gleichen Gegner. Ich kriege das immer wieder mit, Leute kommen in YouTube-Kommentare und schreiben das, kommen in meinen Livestream-Chat und schreiben, ey, früher war COD so viel besser, so die alten Black Ops-Teile und Modern Warfare-Teile und ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich fand es früher, was die Lobbys angeht, auch geiler, aber so Movement und Gameplay, wie sich das mittlerweile anfühlt, kann man ja nicht drüber streiten, dass sich das Spiel mittlerweile besser anfühlt. Und Black Ops 6 hat Treyarch meiner Meinung nach, was ich so bisher gespielt habe, auch geil hinbekommen. Aber ich komme jetzt gerade auch aus einer Beta-Session, jetzt ist der letzte Tag gewesen, wo man es spielen konnte und ich merke nach und nach, je mehr ich spiele, was mich alles an diesem Spiel auch aufregt. Und ich will jetzt nicht ein Full-Rant-Video machen, nicht die ganze Zeit nur Tilt hier irgendwie über das Spiel meckern. Ich will aber trotzdem jetzt die ganzen Punkte ansprechen, die ihr vielleicht auch nachvollziehen könnt und ihr im Gegenzug könnt gerne mal reinschreiben, was euch gut aufgefallen ist bisher im Spiel, was euch gefällt, aber gerne auch natürlich die Kritikpunkte. Einfach schön sachlich bleiben, nicht zu sehr ranten, weil das macht einfach nur schlechte Laune, wenn man sich die ganze Zeit nur damit befasst. Deswegen grundsätzlich werden auch weiter positive Videos kommen und ich werde trotzdem aber ansprechen, was mich stört. Aber ich will auch nochmal sagen, es ist jedem freigestellt, dieses Spiel nicht zu kaufen. Und alle, die Bock drauf haben, sich das natürlich auch die Sweaty Lobbys anzutun, gönnt euch das Game und lasst auch jeden machen, was er möchte. Weil ich verstehe diese Menschen einfach nicht, die immer wieder daherkommen und sagen, ich finde das scheiße, so wie es ist. Die müssen das und das machen und alles war früher besser und ich kaufe mir das Spiel nicht und müssen das immer mitteilen überall. Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die auch das halt gerade aktiv machen. Und ich muss euch einfach nochmal sagen an dieser Stelle, lasst doch einfach los. Also wenn ihr so traurig seid, also es ist ja einfach dieses, man liebt COD, will es eigentlich gerne spielen, aber möchte halt nicht das Spiel so spielen, wie es gerade ist mit SWMM und allem. Ihr müsst einfach loslassen oder es akzeptieren, aber es bringt nichts, jahrelang immer nur diese schlechte Laune sich zu gönnen und einfach die ganze Zeit andere auch damit zu beeinflussen. Und ich will das jetzt einfach nochmal klar und hier sagen, ich spiele auch sehr gerne Singleplayer-Games, geht auch in andere Games, spielt andere Spiele, testet euch da mal aus und werdet da vielleicht glücklich. Oder lasst auch mal ein bisschen die Gaming-Welt los, wenn euch das alles so auf den Sack geht. Es bringt doch einfach nichts, die ganze Zeit sich nur darüber aufzuregen, wie schlecht alles ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich glaube, manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Abstand vom Game. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, einfach mal ein bisschen sich woanders umzuschauen. Egal, ob ihr jetzt euch andere Games holen wollt oder auch mal aus der Gaming-Welt rausgeht und einfach ein bisschen andere Sachen genießt. Dafür kann ich euch sehr empfehlen, euch NordVPN zu holen, weil ihr natürlich nicht nur Games zum Beispiel günstiger bekommen könnt, aber auch wenn ihr unterwegs seid, euch Mietautos oder zum Beispiel Hotels buchen wollt, dann bekommt ihr das Ganze mit NordVPN auch günstiger, weil ihr euch in andere Länder connecten könnt und dort andere Preise teilweise möglich sind. Also einfach mal ein bisschen rumprobieren. Da gibt es unter nordvpn.com/aimbot auch gerade wieder einen großen Rabatt und nochmal 4 extra Monate obendrauf. Ich war jetzt letztens zum Beispiel in Washington unterwegs und habe von dort aus dann mich auch mal bei Netflix eingeloggt und habe gemerkt, dass man halt nicht alle Serien, die ich zu Hause gucken kann, da dann auch im Ausland gucken kann. Hab NordVPN dann auf dem Handy aktiviert und einfach dann von dort aus mich nach Deutschland connected. Und so könnt ihr ganz einfach diese Sperre umgehen und einfach euch in ein anderes Land connecten, obwohl ihr gerade halt im Ausland seid. Und mir gibt das auch immer ein sichereres Gefühl, wenn ich am Flughafen zum Beispiel bin, dann erstmal mit NordVPN connecten und dann ins WLAN rein,
vor Ort, weil die WLAN-Netzwerke und generell öffentliche Internetnetzwerke sind meistens nicht so gesichert wie zu Hause. Ihr seid einfach viel sicherer im Internet unterwegs, eure IP-Adresse wird geschützt, ihr habt einfach mehr Privatsphäre und Leute können nicht von außen eure Daten auslesen. Und zusätzlich gibt es zum Beispiel auch noch das Bedrohungsschutz-Feature, das automatisch, wenn ihr Sachen runterladet, das Ganze auf Schadsoftware überprüft und Viren werden dadurch zurückgehalten. Es werden automatisch schädliche Websites auch blockiert oder diese nervigen Pop-ups, die teilweise kommen. Werbung wird blockiert, dass ihr einfach ein entspanntes Nutzererlebnis habt. Ich kann es euch sehr ans Herz legen, einfach in meiner Beschreibung vorbeischauen, da findet ihr den Link und da gibt es, wie gesagt, auf das 2-Jahres-Paket einen riesen Rabatt und 4 extra Monate obendrauf. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Kuss auch für jeden, der das Ganze hier supportet, wenn ich auch mal Werbung mit einbaue, ist natürlich auch mein Job und deswegen ein riesen Dank an alle, die da mit am Start sind. Und jetzt nochmal zu den Leuten, die immer nur negativ über COD reden. Macht ihr das im Leben auch mit allen Punkten, so was das angeht? Also geht ihr so auch durch die Welt? Weil ich kann sowas halt nicht nachvollziehen, weil klar ist COD eine Hassliebe und ich verstehe auch, dass die paar Leute, die sowas machen, halt COD auch lieben und gerne hätten, dass es anders wäre, aber wir können halt manche Faktoren einfach nicht beeinflussen, wie eben das Matchmaking gemacht wird zum Beispiel. Da müssen wir einfach dann sagen, ey, wir spielen so, wie es ist oder wir lassen los. Aber man kann natürlich auch sagen, ey, man holt sich einen Neffen, was ich vielleicht auch machen werde zum Release, um einfach den Camo-Grind zwischendurch ein bisschen entspannter zu machen. Ich finde es halt schade, dass man es machen muss, aber ich finde es auch nicht komplett verwerflich, wenn man halt mit Leuten zusammenspielt, die eine schlechtere KD haben, um sich eine bessere Lobby zu gönnen. Es ist natürlich trotzdem schade und ich will es auch einfach nicht machen, aber manchmal ist man halt gezwungen, wenn man wirklich den ganzen Tag dieses Spiel grindet und dann einfach wirklich jede Lobby immer gleich sich anfühlt und einfach dann, irgendwann hat man keinen Spaß mehr, wisst ihr. Das ist ja auch seit Jahren der Hauptkritikpunkt und daran sind natürlich auch nicht nur die Spieler schuld, sondern an sich halt hauptsächlich natürlich die das entscheiden, dass das so gemacht wird. Und wir gehen jetzt nochmal aber ein bisschen tiefer rein in die Probleme. Ich habe das so ein bisschen unterteilt jetzt auch in die Probleme, die halt aber auch gefixt werden können bei Release oder halt noch später. Dazu zählt zum Beispiel das Problem der Server, ne? Also man hat so oft das Gefühl, man schießt 3, 4, 5 Kugeln in den Gegner rein und er fängt dann erst an zu schießen und man ist einfach instant tot, was natürlich auch daran liegen können, dass wir ein paar OP-Waffen haben, wie diese PDW Jekyll, diese AKU, die jeder gerade aktuell nur spielt in meinen Lobbys zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht, aber ich habe so oft Packet Burst und Lags einfach auf den Servern, teilweise ist auch das Spiel selber vielleicht, weil es noch nicht perfekt optimiert ist, weil es ist ja noch eine Beta gewesen, aber dieses Packet Burst Thema haben wir jetzt auch schon seit 1, 2 Jahren an der Backe. Hauptsächlich glaube ich auch irgendwie seit der neuen Engine und sowas. Und ich verstehe einfach nicht, was das Problem ist, die Server einfach zu fixen, mehr bereitzustellen. Ich meine, die haben an sich eigentlich alle Mittel, um das zu machen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob die überfordert sind mit so vielen Spielern, die das Spiel spielen wollen. Und deswegen, weil man merkt es auch abends immer noch mehr, je mehr Spieler online kommen, desto schlimmer wird, glaube ich, auch die Verbindung. Und man hat teilweise das Gefühl, dass man einfach schneller stirbt und man selber braucht aber viel mehr Kugeln in den Gegner rein. Ist ja auch eine Frage der Herzanzahl des Servers, wie gut die Server sind und die Connection zum Server, also der Ping. Ja, das sind alles so diese technischen Sachen, wo wir uns alle auch nicht 100% auskennen. Aber das sollte doch eigentlich möglich sein, dass sie das fixen, oder? Oder ist das nur so ein Kostenpunkt, wo sie sich sagen, ey, die Leute spielen zum Kaufen ist ja trotzdem, wir lassen das alles so, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Und dann noch so Punkte, die mir beim Spielen aufgefallen sind. Man sieht die Gegner teilweise echt schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Maus- und Key-Problem ist, beziehungsweise mit Maus- und Key hat man öfter halt Probleme beim Tracking, wenn man auf den Gegner schießt und er bewegt sich rechts, links. Du siehst teilweise nicht genau, wie er sich bewegt, wenn du nicht mit dem Visier spielst. Oder dass du teilweise auch, du kriegst eine Granate ab, beziehungsweise die explodiert irgendwo neben dir und deine Sicht ist komplett verschwommen. Also ich habe so oft im Black Ops 6 jetzt diese Motion Sickness oder einfach, dass ich nicht genau sehe, was passiert und meine Augen Probleme kriegen, obwohl ich jetzt schon eine Brille trage mit Blaufilter und Sehstärke und allem. Und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass ich älter werde, sondern einfach dieses, dass der Bildschirm verschwommen wird durch Effekte und sowas. Und man kann, ich habe schon die Effekte auf Low und alles, also man kann es nicht ausstellen. Ja, das ist auch so ein Punkt, was mich halt daran hindert, irgendwie eine Streak öfter aufzubauen oder konstant die Kills zu machen, weil ich halt mit so vielen Random-Faktoren manchmal irgendwie umgeben bin. Da ist mir das Spiel dann wieder so ein bisschen zu realistisch. Lasst doch solche verschwommenen, es ist kein Motion Blur an oder sowas bei mir, diese verschwommenen Effekte weg. Wenn eine Granate irgendwo explodiert, dann soll sie Bumm machen, bisschen Rauch und gut ist und nicht mir irgendwie die Sicht rauben. Alles wackelt, wenn ein Heli abgestürzt ist, weil er low ist oder Gegner den abschießen. Der fällt einfach auf die Map. Auf einmal ist alles verschwommen. So, ich denke mir, warum? Warum macht man sowas? Und das sind ja alles Punkte, die halt gelöst werden können. Also es sind jetzt keine Probleme wie eben das Engagement Optimized Matchmaking bzw. SBMM, was ja auch immer ein großes Thema ist. Müssen wir jetzt nicht noch weiter drüber reden, aber das sind alles für mich Punkte, die man halt lösen kann. Ich hoffe, dass die Entwickler da noch ein bisschen was machen und auch Feedback zu Herzen nehmen.
auch Thema Spawns. Auf manchen Maps wie Babylon geht es ja einfach vielleicht nicht besser, weil die Map so klein ist. Ist ja so ein Shipment-Ersatz so gesehen. Ich hoffe, dass sie auch ein bisschen, was die Spawns angeht, noch fixen, weil ich bin so oft dumm gestorben. Ich glaube, ihr auch wahrscheinlich, wenn ihr die Beta gespielt habt. Ja, das sind einfach Punkte, die mich noch so ein bisschen davon abhalten, das Spiel wirklich besser zu bewerten, sage ich mal. So nach der Beta würde ich jetzt sagen, es ist für mich so eine 7,5 von 10, wenn 10 wirklich ein super geiler, perfekter Multiplayer ist, wenn man auch mal SBMM ausklammert. Ne? Also ich bewerte das eigentlich nicht mehr mit rein, weil es halt seit Jahren da ist und eh nicht mehr wegzudenken ist. Ich gehe jetzt hauptsächlich auf die Probleme ein, die halt da sind, wegen den ja noch nicht vorhandenen Updates und so weiter. Mal gucken, ob noch alles auch so bleibt, wie es gerade ist. Aber ja, ich hoffe einfach, die fixen noch ein bisschen was. Und ich glaube, Thema Time to Kill ist auch noch sowas, was einfach ein bisschen konstanter werden muss. Ich glaube, die Time to Kill an sich ist schon fast gut so. Vielleicht sollte man sie noch ein bisschen höher machen. Ich glaube, in Cold War war die auch ein Tick höher. Aber da ist dann immer die Frage, wenn man halt nicht so eine gute Verbindung zum Server hat, hat man eh schon immer Nachteile und dann braucht man noch mehr Cooldown, um den Gegner zu killen. Ist wahrscheinlich irgendwie auch so eine Frage. Ne? Und damit die Noobs halt trotzdem auch ihre Kills machen, ist die Time to Kill halt einfach nicht so hoch. Beziehungsweise auch wenn man einfach Hardcore-Spieler ist zum Beispiel, dann juckt einen das ja eh nicht so krass. Ich denke mal, die lassen die auch so. In den letzten Jahren haben sie die teilweise schon nochmal verändert, aber ich finde, sie fühlt sich eigentlich gut an, wenn halt der Server konstant läuft. Das ist, glaube ich, so eher das Problem mit Packet Burst und der Serververbindung. Oh Gott, und jetzt der letzte Punkt auf meiner Liste noch. Das Nachladen der Waffe, wenn man die leer geschossen hat oder auch nicht mal, wenn man sie leer geschossen hat. Die Animation und dann teilweise haut er sich, wenn man nachgeladen hat, dann nochmal irgendwie so eine Animation rein, bevor man dann wieder schießen kann. Man muss wahrscheinlich einen Fast Mag auswählen. Ich habe halt meistens mit Extended Mag bei den MPs auch gespielt und bei den ARs auch, weil man es halt oft braucht, um 2-3 Gegner zu holen. Aber dieses Waffennachladen ist so langsam, das stört mich auch mit am meisten, dass du halt irgendwie versuchst, okay, du holst gerade ein, zwei Gegner, gehst wieder in Deckung, lädst nach, schießt, aber es dauert einfach noch länger, bis du dann wieder schießen kannst. Also das Waffennachladen ist für mich auch einfach so ein Punkt, würde ich gerne sehen, dass sie es ein bisschen schneller machen. Und es sind alles so ein paar Punkte, die ich mir jetzt so von der Seele rede, weil sie mich halt stören. Und ich hoffe, dass es halt ein bisschen so geändert wird noch, damit Black Ops 6 wirklich einfach ein guter Multiplayer wird. Klar kommen Zombies auch in die neue Warzone-Map und wir werden auch viel Warzone spielen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir langfristig, weil es sich halt einfach wie ein geiles Black Ops wieder anfühlt, einfach durch Treyarch, man merkt die Waffen und so mit dem neuen Movement, es fühlt sich wie ein erweitertes Black Ops an in meinen Augen, dass es halt einfach ein Multiplayer wird, den wir wieder länger spielen können als nur 2-3 Monate und dann wechseln wir wieder only zu Warzone. Und wenn man sich an das neue Movement gewöhnt hat und vielleicht die Fehler beseitigt werden, die Probleme, die noch da sind, ist es wirklich ein geiler Multiplayer bisher in meinen Augen. Und wir haben ja noch lange nicht alles gesehen. Und das ist jetzt so auch für mich das Fazit, jetzt erstmal Beta-Fazit, das ist doch eine gute Sache, dass man halt so das Grundgefühl hat, das habe ich auch so oft im Chat und in den Kommentaren gelesen, es fühlt sich wie ein geiles Black Ops an und in meinen Augen kann ich auch gar nicht nachvollziehen, wieso jemand sagt, es fühlt sich an komplett wie Cold War oder sogar wie ein Modern Warfare Teil, weil es in meinen Augen halt nicht so ist. Ich freue mich einfach extrem auf den Dark Matter Camo Grind und in Warzone wird es ja auch eine Master Camo geben, die man nur dort erspielen kann, das wird bestimmt auch geil. Aber ich bin erstmal happy, dass wir wieder eine Dark Matter Camo, so eine geile Master Camo haben, auf Prestige Master gehen, wieder prestigen können, gleichzeitig aber die Tarnung weiter hochspielen, auch wenn die Waffen vielleicht wieder auf Level 1 resettet werden, weil das ja das neue Feature ist, dass man jetzt auch Tarnung erspielen kann, ohne die Waffe auf Max Level zu haben. Und ich glaube, der Grind jetzt in der Anfangszeit wird wieder sehr nice. Wir haben neue Waffen, neue Maps und mit dem neuen Movement fühlt sich das Game auf jeden Fall wieder neuer an als jetzt so die letzten Jahre. Und ich habe, glaube ich, nie so viel in der Beta gespielt wie jetzt. Und das ist für mich persönlich halt ein gutes Zeichen, weil ich halt auch eher der Black Ops Spieler bin als der Modern Warfare Spieler. Es hat mich irgendwie wieder, auch wenn ich halt sehe, es gibt Probleme und ich will einfach ein bisschen Hoffnung haben. Ich habe keine extrem hohen Erwartungen gehabt und will sie auch nicht zu hoch stecken, weil man sonst wieder enttäuscht wird. Es ist halt dieses ewige mit COD jedes Jahr, genau wie es mit FIFA teilweise auch ist. Man weiß, was man ungefähr bekommt als Call of Duty Spieler, aber man hofft natürlich auch, dass es irgendwie besser wird als die letzten Jahre und ihr wisst, was ich meine, ne? So, wenn Nuketown zurückkommt und generell der Camo Grind mit neuen Waffen, neuen Maps gut wird, haben wir alle natürlich ein schönes COD-Jahr vor uns. Müssen wir einfach mal schauen, wie es wird. Und ich will jetzt das Ganze einfach mit einem guten Ton, mit einer guten Laune irgendwie beenden. Auch wenn es gerade so, es ist auf jeden Fall eher positiv als negativ. Für mich eine 7,5 aktuell. Mal gucken, wie es beim Release dann wird. Da werde ich natürlich auch wieder Stream-Videos machen und dann euch nochmal ein Fazit-Video machen, ob es sich halt lohnt zu kaufen auch. Aktuell würde ich sagen, wartet nochmal ein bisschen, guckt es euch an, wie es wird und entscheidet dann selber. Und die nächsten Tage wird es jetzt auf jeden Fall wieder viele Streams geben. Schaut da gerne in der Beschreibung vorbei. Warzone, wir spielen Wukong weiter und vielleicht auch noch ein paar andere Games. Und natürlich hier auf dem Kanal dann auch wieder Warzone und Black Ops Videos. Plus auf dem Zweitkanal haue ich auf jeden Fall auch mehr Videos jetzt wieder raus. Ja, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Aimbot Uncut ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einen Kommentar und ein Abo. Alles, was man so machen kann. Und hier kommen wir zum letzten Video, Leute. Macht's gut, haut rein, seid die Besten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.
und bis zum nächsten Mal.